Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Wichtig und richtig oder andersrum richtig und wichtig, das könnt ihr sehen, wie ihr wollt, ist auf jeden Fall, dass wir natürlich leidigerweise Clanspieler haben. Also Clanstadt und Clanspieler haben wir jetzt hinter uns gebracht, beziehungsweise Clanspieler haben wir noch vor uns, aber die Wichtigkeit der Clanspiele sei mal dahingestellt. Bei mir sind Clanspiele, also immer wenn Clanspiele anstehen, dann bin ich ziemlich motiviert. In einer Skala von 0 bis 10 würde ich sagen 0. Also ich bin 0 motiviert, aber ich spiele sie trotzdem, denn sie sind immer so ein bisschen wichtig und richtig, denn es gibt ja ein cooles Reward oder überhaupt im letzten Tier, wenn man zweimal reingreifen kann mit dem Heldenbuch und der Goldrune. Dafür muss man natürlich auch 4000 machen. Ihr seht meine Wahnsinnszahl hier, 0 von 4000. Das bin ich, da sehe ich mich auch, ja, ganz klar. Aber dennoch wollte ich jetzt ein bisschen mit Barfuß euch ein bisschen was machen. Im Moment gibt es, glaube ich, in den Clankriegsgeschichten, ich meine, ich bin hier nicht im Clankrieg, ich bin Zuschauer und wir führen 26-14, also wir machen schön wieder von unten nach oben zu. Ihr kennt unsere Taktiken hier, sind halt ein kleiner, feiner Haufen hier bei Totus Bande. Aber wir werden hier auch wieder eine 15er Liga spielen, Leute, in einer Woche. Es steht noch nicht in den News, in einer Woche. Ist aber Start oder ist Beginn der April-Saison, müsste eigentlich so sein. Ja, exakt in einer Woche, am 1. April, geht die CWL wieder los. Und wenn ihr noch keinen Clan habt, schaut auf meinen Discord. Dort wird wieder ein bisschen beworben, entworben. Ihr könnt euch anbieten, suche Clan, finde Clan und so weiter. Und es würde mich freuen, wenn wir die Clans hier wieder voll machen, beziehungsweise hier bei Totus Bande ein 30er spielen. Rathaus 16 bis runter auf 10, würde ich fast sagen, oder 11. 11, 11 ist, glaube ich, besser. Und beim Clan Herausforderer sind wir genug. Beim Clan Free-to-Play sind wir genug. Beim Clan Herausforderer, ja, könnt ihr vielleicht noch der ein oder andere 16er rein. Müssen wir mal gucken, wie wir da durchkommen. Oh, wir haben was live. Okay, werden wir natürlich was live mitkriegen. Na komm, wir nehmen den Tim mit. Hab ich was live. Okay, wir nehmen den Tim mit. Mit Riesenhexen, ne, Superhexen heißen die Dinger. Ich habe auch jetzt schon monatelang nichts anderes von ihm gesehen als Superhexen hier im Rathaus. 13 Bereich ist das hier. 1 gegen 1. Gucken wir mal, wie er sich da durchschlägt hier. Ist ja sehr vermauert. Die Base, und er hat 2 Sprungzauber dabei. Okay, anstelle von 2 Sprungzaubern kann man sich natürlich auch mit Erdbebenzaubern schon mal alles aufmachen hier. Da muss man die Sprung nicht nehmen, aber du kannst natürlich mit Sprungzaubern viel individueller handeln als mit den Erdbebenzaubern. Die sind halt, wenn sie einmal gesetzt sind, sind sie gesetzt, muss man klar sagen. Und deswegen ist das, glaube ich, mit Sprungzaubern gar nicht mal schlecht, weil du sie halt recht flexibel einsetzen kannst. Erste Mauer macht er hier auf. Und da muss jetzt eigentlich gleich schon der erste Sprung kommen. Kommt jetzt auch. Denn die ersten Big Boys werden schon weggefuttert hier von dem Single Inferno. Der Multi ist dann nicht ganz so schlimm. Aber da hat er ein paar Hawks für drin. Die nehmen sich den Multi an. Zweiter Sprung ist auch Richtung Core. Geht nicht ganz bis zum Adler, glaube ich. Mal gucken, ob die da Richtung Adler springen oder ob die an dieser Mauer hocken. Doch, die springen rein. Ah, ja, springen das wieder raus zu den Skeletten. Okay, aber die Hawks sind jetzt am Adler dran. Noch sieht das ganz gut aus. Im Moment ist er mit ein bisschen schleppend. Der, jetzt hat er natürlich, obwohl die Hexen müssten eigentlich auch die Skelette machen. Ah, die sind aber alle weg. Die Lava-Pups, Entschuldigung, nicht die Skelette, Leute, die Lava-Pups. Und dann sind auch am Start. Jetzt am Ende wird es immer sehr, sehr schleppend mit den Hexen. Die müssen auf jeden Fall den Sprung nochmal ausnutzen. Machen die auch alle, okay. Also Sprung, die beiden Sprung waren in Ordnung. Hätte ein kleines bisschen weiter sein können. Aber oh, jetzt springen die natürlich ein bisschen doof da hier mal wieder in dieses Compartment rein. Und dann kann das auch mal schnell einen Timefill geben. 1 Minute 7 Sekunden. Hat noch ein bisschen was im Cleanup hier. Ja, ein Mauerbrecher und 2 Bogenschützinnen. Die kann er aber im Moment auch so gut wie gar nicht setzen. Hier oben vielleicht auf die Hütte schon mal ein bisschen was, aber ihr seht ja selber, da wollen die jetzt auch schon durch die Mauer durch, die gehen gut durch die Mauer durch, ja. Die Skelette hier, die großen, nur dauert es halt exorbitant lange und oh, sofort nachgekommen, aber der tankt jetzt nicht. Jetzt ist die Hexe am Start da, weil der jetzt nicht tankt da, das ist natürlich sehr schade, obwohl jetzt ist er fast weg. Okay, da kommt noch der Mauerbrecher, um das ein bisschen anzuhitten. Und wie sieht es hier unten aus? 24 Sekunden. Ein Timefail. Das wird ein Timefail, Leute, weil hier muss bis hier hinten zur Hütte. Da hätte er mal lieber den Bogenschützen setzen sollen. Oder hat er hier einen.
Oder hat er noch einen gehabt? Naja, es wird ein Timefail, Leute. Das wird nichts mehr. Schade auch. Aber gehört dazu. Gehört dazu. Wenn es nicht dazugehören würde, wäre es auch zu einfach. Keine Frage. Schade, Tim. Pech für Egon. Okay, ich kann anfragen. Warum muss ich eigentlich anfragen? Ich habe doch eigentlich volle Hütte. Okay, ich habe jetzt nicht Max-Truppen genommen, aber ich kann mir das Ding nochmal selber kaufen und na, wir gehen mal rein. Okay, wir gehen natürlich nicht rein. Oh, das war gerade wieder Lot, den ich weggeklickt habe. Wir gehen natürlich nicht rein. Wir müssen ja ein Clanspiel mitnehmen. Okay, wir nehmen Clanspiel mit. Allerdings hätte ich ganz gerne einen im Tagdorf. Ein paar Infernos ist nicht schlecht. Wir können auch einen Ballon nutzen für 150. Was müssen wir hier machen? Drei Stück für 250. Ich glaube, das ist sinnvoller. Mal sehen, ob wir nicht gleich eine Base mit drei Stück haben, die wir matchen können hier. Ich bin ja auch selber ein Elfer. Aber ich muss natürlich auch ein 13er, entschuldigt. Ich muss natürlich auch einen 13er finden, der schon mal alle drei hat. So wie den hier. Der hat alle drei. Die sind da. Okay. Das, was ich nicht habe, das ist ein bisschen suboptimal, so will ich es mal benennen, ist, ich habe keinen Warden. Okay, ich habe keinen Warden. Aber ich habe jetzt schon meine Punkte gemacht, weil ich die Truppen gesetzt habe. Oder musste man gewinnen? Heißt das immer gewinnen oder nur setzen? Aber ich glaube, es heißt nur setzen, ne? Müssen wir mal gucken. Also den Warden muss ich jetzt irgendwie kompensieren, indem ich meine Queen ein bisschen länger laufen lasse. So, gucken wir mal, wo der Mauerbrecher hingeht. Ah, der Mauerbrecher. Der ging eigentlich ging er gut, aber eigentlich ging er nicht gut. Er hatte mir das Rathaus rausgelöst. Das ist vielleicht nicht so schick. Rathaus fällt. Aber die Multis, die tun mir jetzt nicht so wirklich weh. Und dann können wir hier auch schon mal den hier losstarten lassen. Nehmen wir mal die beiden Ballons hier. Und dann nochmal die Queen. Die Heiler werden immer. Ey, nein, 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 nein. Queen bleibt bei mir. Oh, fast meine Queen verloren, Leute. Fast meine Queen verloren. Aber noch ist sie am Leben. Sehr schön. Allerdings lebt der Adler auch noch. Und okay, ich habe jetzt keinen Warden. Also ich kann jetzt nichts hier großartig anders reißen, als ich es anders reißen könnte. Weil ich halt keinen Warden habe. Da müssen wir jetzt durch. Aber wir haben schon, okay, wir haben jetzt schon ein Inferno haben wir. Der andere Inferno will hier meinen King grillen. Das lasse ich natürlich nicht zu. Und ich muss jetzt echt mal gucken, wo die hinwollen. Okay, die wollen da in der Mitte. Die wollen da in der Mitte. Oh, mein Royal Champion. Ja, ich habe auf jeden Fall alle drei jetzt schon bekommen mit einem Angriff. Das war ja das Clanspiel. Mache viel und mache mehr. Okay, zwei Scattershot habe ich auch noch bekommen. Wir sind hier in der Mitte noch aktiv. Gift ist auf dem King noch drauf. Allerdings, ah ne, wir haben noch nicht alle drei bekommen. Komm, geht mal zu dem Inferno da. Ja, ihr könnt auch essen. Frau Pekka kann auch essen. Den King wegmatchen. Nein, macht Frau Pekka auch nicht. Okay, schade. Das war knapp. Okay, aber immerhin ein bekommen, was nicht schlecht ist. Und ein bisschen Lot ist auf jeden Fall wichtig und richtig. Also Clanspiele, spielt sie ruhig wie ich. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Alle auf 4000 Leute, das kriege ich mit der Masse an Accounts einfach nicht hin. Und aber ihr wisst selber, man steckt noch mal gerade zum Monatsende hier mit dieser ein Woche Clanspiele noch mal extrem viel raus hier, was Passspielen angeht, was natürlich Clanspiele angeht, Clanspiel-Rewards angeht, ein bisschen Leveln, Bonus und so weiter. Also es sind schon viele Faktoren, die hier reinzählen. Können wir ruhig mitmachen, auch wenn der hier jetzt noch baut. Ich habe genug Dunkles, glaube ich. Verdammt, ja, verdammt. Pech für Egon. Pech für Egon, würde ich sagen. So, jetzt lasse ich mir noch mal ein paar Mauerbrecher spenden. Ich bin hier unten auf dem Tablet, auf einem anderen Tablet. Das kann aber auch mal jemand anders machen. Nicht nur der Chefkoch, sondern ich glaube, ich habe auch den Toto da drin. Dann kann der auch mal was machen und auch mal spenden. Ich warte mal eben mit meiner Anfrage nicht, dass die von jemand anders befüllt werden. So, Clanstadt ist vorbei. Ich habe Clanstadt wieder mit allen Accounts gemacht, Leute. Also keiner blieb dort weg.
So, den können wir nach da tun. Perfekt. Und ja, da muss ich eben mal ran. Jo, sorry Leute, da muss ich eben rangehen. Wichtige Telefongespräche sind wichtige Telefongespräche, kein Thema. Einmal spenden hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Einmal den. Und ein Giftzauber. Und wir nehmen das Ding auch noch mit. Das ist der Toto. Ah, der hatte ich schon. Okay. Dann brauchte ich jetzt diesmal nichts mit Medaillen zu kaufen. Naja, doch, der kann die auch schon. Okay. Ah ja, ist auch ein 13er. Stimmt, stimmt, stimmt. Toto ist ja. Okay. Ich habe es gerade vergessen, Leute. Toto ist ja auch ein 13er. Genauso ein 13er. So, wir müssen noch eine Entfernung machen. Machen wir auch. Also, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß, Leute, ihr schreibt kaum was in die Kommentare, aber schreibt doch einfach Kommentare. Die tun den Algorithmus auf jeden Fall ganz gut. Ja, also den YouTube-Algorithmus, dass überhaupt jemand Stellung nimmt zu meinen Videos. Ansonsten fange ich an, euch zu beleidigen und dann schreibt ihr mir ganz bestimmt auch mal einen Kommentar in die Kommentare. Wir brauchen noch ein Inferno. Ui, ja. Eine Mille. Den kann ich nicht wegklicken, auch wenn ich keinen Worden habe. Den kann ich nicht wegklicken, auch wenn ich keinen Worden habe. Und ich bekomme den Adler eigentlich ganz cool hier unten. Hat der Toto gedacht, weißt du? Aber Wissen ist nicht Glauben, ist nicht Wissen. Oder andersrum, Wissen ist nicht Glauben. Aber die Queen müsste eigentlich ganz gut da reingehen. Da werden meine Heiler da natürlich wieder weggeschoben die ganze Zeit. Schauen wir mal. Ich habe einen... Habe ich den eben auch gesetzt? Den einen hier? Habe ich den eben auch gesetzt? Kann ich mich gar nicht dran erinnern, Leute. So, ich muss den, glaube ich, mal von hier ganz aus der Ecke spielen, wa? Okay, Mauerbrecher. Ich komme jetzt nicht weiter mit meinem Mauerbrecher, denke ich mal. Oder geht der noch nach vorne? Okay, aber Adler haben wir schon mal. Sehr schick. Dann können wir hier mit unserem King reingehen. Wir nehmen ihn hier mit rein. Einen Ballon. Warum auch immer. Und dann können wir hier eigentlich weitergehen. 1, 2, 3. Das ist eigentlich mein Cleanup, aber ich würde ganz gerne hier mit denen hier jetzt in die Base hier reinrocken. Ohne Warden. Aber den Roll Champion nehmen wir mit drin. Okay, Queen ist da auch noch am Ackern. Sehr schick. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Gerade jetzt bei dem Rathaus. Das ist ein 5er Rathaus schon, Leute. Da ist das natürlich ein bisschen dusselig. Da gehen jetzt gleich meine ganzen Truppen kaputt. Aber wirklich alle. Sobald die hier am Rathaus sind. Nehmen wir mal ein Heil. Wir nehmen mal ein Heil. Nutzt ja nix. Ein Heilzauber, meine ich. Ein Heilzauber, ne? Weil die gehen mir natürlich alle kaputt. Das ist überhaupt kein Thema. Obwohl, das Rathaus ist schon down. Okay. Und meine Hocks gehen hier aber noch ganz gut. Okay. Boah, das sieht ganz gut aus. Außen aber noch ein Roll Champion. Den müssen wir auch noch irgendwie wegmatchen. Heiler sind auch noch da. Krank. Echt krank, aber ist auch, ja, ihr kennt diese Form von Bases, ne, diese Art Spider-Man, ne, das ist eine Fledermaus, ne, das ist nicht Spider-Man-App, ne, das ist eine Fledermaus und den machen wir auf jeden Fall auf Null, sehr schick, nochmal 3 Sterne, also auch das ist gar nicht mal so unwichtig hier, deswegen mag ich, das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich die Clan-Spiele mag, dass ich auch mit den Accounts mit wenigen Angriffen hier relativ viel schaffe, 1000 Punkte sollte ich auf jeden Fall für einen Pass reinspielen, aber hier haben wir jetzt schon mal 250 geschafft, was ich nicht so schlecht finde. Also so zum Wochenstart, Leute, so ein bisschen reinkommen hier Richtung YouTube-Folgen und auch wieder so ein bisschen Richtung Livestreams dann natürlich. Ich hoffe, ihr seid an meinem Kanal dran. Und jetzt kann ich natürlich auch wieder ein bisschen was basteln. Ja, auch das kommt dem zugute. Also hier, ihr seht es gerade, 3 Spiele wieder gemacht. Jetzt müsst ihr noch ein bisschen Nachtdorf kloppen und macht das nächste Spiel vielleicht auch im Nachtdorf. Was haben wir gemacht? Bogenschützen haben wir eingesetzt. Wir haben 4-mal ein Labor geschafft und hier hinten, glaube ich, brauchten wir ein paar Hocks. Also ich bin mit meinem Hybrid auf jeden Fall auch auf einem guten Weg und hier haben wir auch schon welche gespielt. Queen haben wir schon geschafft. Also hier schafft man dann auch relativ viel im Pass, auch wenn man nicht so aktiv ist. Gerade mit den Accounts hier, wisst ihr selber, bin ich nicht der Ultraaktivste. Kann aber sicherlich alles gebrauchen, weil das Ding ist jetzt gleich sowieso voll. Weil ich halt... diese Accounts hier nicht so exzessiv bespiele wie die anderen. Also hier mache ich meistens ein bisschen Clankrieg. Vielleicht 1, 2 Farmangriffe und dann war es das. Ihr seht das selber. Eingewonnener Angriff, obwohl heute ist die Saison erst losgegangen. Ne? Okay, das ist nicht aussagekräftig. Also da braucht ihr mir jetzt nichts in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, die Folge richtig und wichtig hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Wenn ihr der Meinung seid, das fandet ihr ganz in Ordnung und jetzt denkt da mal nach, was ist eigentlich wichtig und richtig, dann werdet ihr feststellen, dass mich natürlich schauen,
richtig ist. Ob das wichtig ist, weiß ich nicht, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben und dann sehen wir uns in weiteren Videos und in den Livestreams. Bis dahin, ciao, ciao. Schönen Wochenstart wollte ich euch auch noch wünschen. Euer Toto. Flash.